Hallo und herzlich willkommen bei den Aldi Tutorials. Hier ist Hendrik und ich werde euch jetzt zeigen, wie man den Ordner, den ich beim vorigen Tutorial erstellt habe, auch wieder umbenennen kann. Im Grunde genommen ist das eine einfache Angelegenheit. Doch dazu müsst ihr, wie ihr jetzt schon erahnen könnt, einen Ordner haben. Wir ziehen unsere Maus über den Ordner, klicken mit der rechten Maustaste drauf und gehen auf dem sich öffnenden Menü auf den Punkt Umbenennen. Jetzt können wir unseren Ordner einen anderen Namen vergeben. Das ist sehr praktisch, da wir dafür keine Lizenzen oder Patronen verbrauchen. Wir können sozusagen so oft wie wir wollen den Ordner umbenennen und es entstehen dabei keinerlei Kosten. Ist das nicht klasse? Ich werde ihn diesmal Projekt X nennen, indem ich auf meiner Lieblingstastatur die Buchstaben eintippe. Wir bestätigen das Ganze, wenn wir fertig sind, wieder mit der Enter-Taste. Nun heißt der Ordner offiziell Projekt X. Wenn euch jetzt so langsam die Frage, wie lege ich den Ordner nun woanders hin, stellt, dann ist das eine berechtigte Frage. Wir gehen auf den Ordner, halten die linke Maustaste gedrückt, ziehen die Maus auf eine andere Stelle und lassen die Maustaste wieder los. Der Ordner wurde nun erfolgreich verschoben. Der Aufwand ist dabei ziemlich gering, im Gegensatz zur Randumstellung unserer Ordner. Das war's auch schon wieder dazu. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt sie unter diesem Video als Kommentar und ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Im nächsten Tutorial werde ich eine komplexere Materie angehen, die wahrscheinlich ohne das Video kaum zu verstehen sein wird. Bleibt am Ball, denn nur so werdet ihr ein Computer-Ass. Bis zum nächsten Mal.